Hallo und guten Abend und willkommen zur DAX-Analyse für Montag, den 27. September 2021. Wir beginnen mal im Chart lang und schwarz. Eine Kerze entspricht heute eine Stunde. Das kommt daher, dass wir das Ganze ein bisschen übergeordnet betrachten müssen. Und wir schauen erstmal, was er gemacht hat. Fakt ist auf jeden Fall die Linie, die ich die Woche mal gezeichnet habe. Also sprich, Kunden haben die Parallellinie von dem Tief zu dem Tief als Parallele zu den Hochs gezogen. Die hat gehalten. Man kann höchstens noch bemerken, okay, im Bereich GFD Bank war mal so ein kurzer Spike noch mal drüber. Aber auf Kassa-Ebene und auf Ebene lang und schwarz hat die Linie relativ gut gehalten. Geringfügig eben oben drüber. Und was eben interessant war, wie ich am Donnerstag für Freitag gepostet habe, diesen Spike and Ledge. Wer das gehandelt hat, der hat hier einiges an Punkten mitnehmen können. Auf jeden Fall. Und jetzt heißt es eben abwarten. Und das sieht schon sehr danach aus, dass wir hier einen Trigger haben. Wir gehen mal kurz in einen Chart. Ebene kleiner, also nehmen wir auf 15 Minuten. Wer sich das anschaut, der könnte haben oder sieht das dann eben, dass das korrektiv aussieht. Auf den ersten Blick auf jeden Fall mal. Und wichtig, hier ist der Trigger. 1, 2, 3 Tiefs, der dazu führen kann, dass wenn bricht, dass er auf jeden Fall nochmal einen Schub macht. Aber Vorsicht! Auf den ersten Blick ist das hier nun A, B, C. Das ist die Korrektur dazu. Und eben, das ist in dem Fall ein Impuls. 1, 2, 3, 4, 5. Und daher ist es nicht ganz auszuschließen, dass der Trigger halten könnte, beziehungsweise kurz bricht. Daher Vorsicht dabei. Und wir kommen hier oben raus. Das nächste, wo ich immer sage, okay, seid vorsichtig. Wenn wir die Tiefs nehmen und gehen hier hin, machen hier das Ganze duplizieren, dann sehen wir, dass er hier am Freitagabend um 8:45 Uhr durchgegangen ist. Das muss erstmal nichts heißen, aber es scheint in jedem Fall so zu sein, dass diese Bewegung hier damit wahrscheinlich abgeschlossen ist. Und wenn wir das Ganze jetzt übergeordnet betrachten, wir vermuten ja irgendwo hier möglicherweise die 1. Dann ist das jetzt A, B, C, also sprich als Elliott-Wellenzählung mal dran schreiben. Dann könnte das hier die A sein. Dann kommt hier möglicherweise die B und daher ist meiner Meinung nach immer Vorsicht, auch wenn der Trigger fällt. Und dann kommt irgendwo die C möglicherweise. Und dann ist eben die Frage, wo befinden wir uns hier? Ist das eben dann nur dieses A, B, C zu dieser Geschichte oder läuft das dann eben nochmal hin, weil wir hier eine XW dazwischen kriegen? Da muss man eben achten oder aufpassen. Man sollte eben jetzt für Long Trades auf jeden Fall mal schauen, ob sich hier irgendwas entwickelt, weil kriegen wir ein A, B, C, werden wir auch hier ein Tief bekommen, da ein Tief bekommen. Das Ganze eben irgendwo als Kanal aufbauen und dann würden wir hier den Trigger bekommen. Beziehungsweise ein Trigger ist ja weiterhin hier oben, wenn der Bereich fällt. Um das Ganze nochmal genau einzugrenzen, würde ich empfehlen, okay, das hoch mit dem hoch verbunden und dann wäre das hier der aktuelle Trigger dafür. Weil auch wenn er hier drüber kommt, durchaus kann es passieren, dass wir weiterhin runterkommen. So. Grob dazu. Jetzt gehen wir noch mal in H1. Und hier sieht man übergeordnet immer noch die Geschichte, dass wir hier mal noch mal was dazu.
müssen wir mal umsetzen. Denn ihr seht das, wir haben hier immer noch so ein Pattern. Und die Ziele sind hier unten bei 14.775, also 14.800 circa. Meine, dieses Kästchen existiert weiterhin. Hier auch, ne? Das Hauptbewegung, beziehungsweise der Bereich hier unten, 14.110. Weiterhin die Ziele für eine mögliche C, die hier runterlaufen könnte, weil wir vermuten, wiederhole es gerne nochmal, dass wir hier eine überschießende B hatten. Das ist die überschießende B. Das ist die seitwärts bzw. leicht nach unten laufende A. Und damit könnten wir hier entweder, also sprich entweder ist das eine XW-Welle, eine überschießende, und wir haben hier wieder ein A, B, beziehungsweise auch eine zusammengesetzte A, XW, A, B, C. Und dann könnte das schon wieder der Zug nach oben sein, in die 5, also sprich irgendwo übergeordnet eine 1. Daher müssen wir jetzt ganz genau beobachten, was macht er hier. Oder ist es eben schon wieder ein Teil nach unten. Dann könnte das zum Beispiel die 1 einer Ending-Diagonal sein. Das sind alles solche Punkte, die wir als Szenarien auf dem Schirm haben könnten. Ich habe sie im Hintergedanken oder beziehungsweise im Hinterkopf und werde, je nachdem, wie sich das entwickelt jetzt die nächsten Tage, sie immer wieder auskramen, immer wieder auf Qualität prüfen und euch eben sagen, okay, wo könnte jetzt die Chance liegen, wo könnten wir da was Schlüsse draus ziehen und wo könnten wir da eben Trades mit reinsetzen. Das sind eben die Punkte, die wir da auf dem Schirm haben sollten. So, damit sind wir auch im Wesentlichen schon durch. Also kurz nochmal zusammengefasst auf kurzfristiger Zeitebene. Achtung, das sieht zwar aus wie ein Trigger, aber wir könnten sowas hier bekommen. Ne, ein Fehlausbruch und dann in die B hoch, bevor wir dann in die C gehen. Und er eben weiter hoch geht. Fakt ist auf jeden Fall, ist, was ich immer sage, Achtung, 1, 2, 3, 4, 5, das ist ein Impuls. Impulse stehen ungern alleine da, daher ist es möglich, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir parallel hierzu noch einen Abschluss bekommen. Der Abschluss könnte durchaus in Bereiche kommen, die uns dazu überreden, auf den größeren Long-Gedanken zu kommen. Aber Achtung, die Gefahr ist immer, weil wir in einer 5 dann hier laufen, dass die nicht sauber läuft. 5 neigen dazu, als EDTs zu laufen, als Failures zu kommen, beziehungsweise interessant, hoch, hoch, hier oben, tief, tieferes Tief, also hier ein Broadening Top, was da zum Abschluss kommen könnte, beziehungsweise kurz nach dem Ausbruch in ein neues Allzeithoch in eine Bullenfalle tappen könnte. Und dann, mal ganz kurz mal in H1, wirklich auch den kompletten Strang hier dann sichtbar abschließen. Soweit die Grundtheorie. So, danach kommt, wie gesagt, Ansatz 2, die Korrektur oder eben größere Gegenbewegung. So, ich wünsche euch Montag einen guten Handelstag. Wir hören uns hier am Montagabend. Kleine Bemerkung noch, weil auch immer wieder gerne versucht wird, Charts zu posten. Ich lösche das nicht. Das lässt YouTube einfach nicht rein. Ist ein bisschen schade.
weil ich das liebe zu diskutieren. Jetzt ist die Option, keine Ahnung, ich kenne mich damit ja nicht hundertprozentig aus, eine Facebook-Gruppe gemacht. Oder vielleicht bei Wall Street Online, da bin ich ja auch eine Gruppe eröffnet. Oder ihr habt einen Gegenvorschlag oder einen besseren Vorschlag. Ich bin da ziemlich offen. Und dann können wir dort eine Diskussionsgruppe aufmachen, wo auch jeder mal seine Charts reinhaut und wir uns das gemeinsam angucken oder ich mal drüber schaue, weil es eben auch interessant ist, die Gedanken der anderen mal zu sehen, beziehungsweise dass wir da in einen konstruktiven Diskurs reinkommen. So, ein paar Diskussionsansätze würde ich mich freuen darunter. Bis dahin einen schönen Abend auf Wiederhören.